Ach, die Luft, Natur, Tier. Hier auf der Alp kann sich der gestresste Mensch von heute so richtig gut erholen. Vergiss es. Also ich bin froh, dass sie auch ein bisschen stöhnen. Und sie machen es schon seit irgendwie anderthalb Monaten und ich erst einen Tag. Es nimmt 4 Monate an. Das heisst, du musst mega gut dir überlegen, wie schaffst du es, dich einzuteilen. 4 Monate, 7 Tage in der Woche, 14 Stunden zu arbeiten. Grindweh und Jetlag und Schlafmangel und alles. Wow, du, ey, aber das sind jetzt meine Geissen tauchen am frühen Morgen. 3 Tage auf der Alp im Bündnerland mit anpacken. Das ist Mona mittendrin auf der Geissalp. Das Navi hat mich ins hinterste Walmädel gelotst. Was mich hier erwartet, keine Ahnung. Ich bin falsch. Ja. Mit Mona. Sarah. Sarah, das freut mich sehr. Genau. Alia. Hi, Alia. Genau. Ich bin Mona. Hey, was sind ihr gerade am machen? Wir sind gerade Käsebretter am Waschen. Genau, wir sind nämlich auf einer Geissalp. Ja. Und der Name ist Buzzetta. Buzzetta. Und du bist da der Älplere. Ich bin Senin, genau. Senin. Genau. Und gut. Das Team haben wir noch Paula, sie ist gerade im Keller am ja. Käse schmieren. Und 2 Hirtinnen, Felicitas und der Bia. Und oh. Sie sind unterwegs mit den Geissen im Moment. Ach, sie sind eine Frauenalp? Genau, ja. Okay. Ja. Hey. Komplett, gell? Aha. Dann passe ich da eigentlich rein. Ja, perfekt. Also jetzt mal abgesehen davon, dass man mich wahrscheinlich nicht viel brauchen kann, aber sonst ich bin ich zumindest eine Frau. Ja, mega schön, bist du da. Ja. Dann da, hast du da. Und das ist wirklich der Trick. Und wegen dem kommen wir dann gerne auch wieder zurück am Abend, ja. Wie sie wissen. Aha. Die Waliser, Geissen sieht man gut. Die schwarz-weißen mit den langen Haaren. Ja. Die laufen eher da. Ja. Muss man die Geissen festtreiben oder kommen sie gern? Am Anfang haben sie mega Lust auf Salz gehabt und sind sie immer nach Hause gerannt. Ja. Aber jetzt gehen sie eigentlich ganz normal. Sven! 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 Hallo! Hallo! Sven! Okay, ich glaube, wir müssen ein bisschen retour. Okay. Sonst kommen sie nicht. Sie sind also langsam wie doch die. Die erste Hirtin, die mir entgegenkommt, ist Felicitas, die Mutter von der Alia. Leute, hallo! Sie sind kameraschön. Ja, genau. Mit Mona. Hallo, ciao. Unterhalb ist ein Schaf, das ist unser eigenes. Und warum ist das so? Also das ist, das hat eine Mama als Geiß, weil es, keine Ahnung was da war, aber sie ist einfach mit dabei. Ja, das einzige Schaf unter 360 Geissen. Wir haben es noch nicht gesehen, gell? Mit Mona. Hi, Tabea. Hi, Tabea. Was war das für ein Tag für euch? Ja, mega schönes Wetter. Das war cool. Und ja, die Geissen sind recht hoch gezogen, aber eigentlich ruhig. Ja, das ist gut. Ja. Ist da jeden Tag auch etwas unterschiedlich? Ja, es kommt sehr auf das Wetter drauf an, sehr auch, manchmal auch, wie wir drauf sind. Jetzt heute sind wir eine neue Route gegangen, die letzten Tage sind wir eine andere Route gegangen. Das ist auch immer ein bisschen ja. Wieder ein Eingewöhnen. Ja. Hast du alle dabei? Ja, das sehen wir jetzt dann beim Melken. Schauen wir, ich hoffe es. Geissen sind auf der Alp Buzzetta. Über die Hälfte von ihnen werden 2x am Tag gemolken. Die muss man jetzt aussortieren. Die Studentin Paula ist Zusennin. Sie hilft im ersten Monat der Alpsaison mit, wenn es hier oben am strengsten ist.
Carla hat mega viele blaue Flecken. Was? Mega viele blaue Flecken? Ja, ah, wirklich? Armen, naja, jetzt geht's langsam. Ja, nein, aber... Was ist das? Also das ist jetzt von die Boxen manchmal ein bisschen mit den Hörnern oder so. Okay. Aber an den Beinen halt auch, wenn es dann so ein Gedränge ist und dann kämpfen zwei Geister und ich stehe irgendwie im Weg, dann kriege ich es halt mal ab. Doch, ich freue mich. Das wird super. Ich probiere beim Sortieren zu helfen. Mit Kühen habe ich ein bisschen Erfahrung, aber mit Geissen kenne ich mich gar nicht aus. Schau mal, da kann... Nein. Dann kann man das nicht so reissen. Alia zeigt mir, wie es geht. Sie ist 10 und schon zum 7. Mal auf der Alp. Im Geissen-Nahkampf habe ich mir die ersten blauen Flecken schon gesichert. Ich bin schon total ruiniert. Ich traue mich noch nicht so richtig reingehen. Ich werde meine Scheu bald müssen ablegen, weil sonst machen die einfach platt. Ich glaube, wenn du hier nicht dagegen hebst, dann bist du nach 2 Tagen. Jetzt, Anfang Sommer, kommen 250 Liter Geissenmilch am Tag zusammen, die auf der Puzzetta zu Alpkäse weiterverarbeitet werden. Alle hier haben viel Alperfahrung, aber ein reines Frauenteam sind es zum ersten Mal. Tirtin Felicitas arbeitet sonst als Körpertherapeutin in Graz. Den hungrigen Schweinen Tirtin Tabea ist Projektleiterin im Val Medel, Paula ist Studentin und Zenin Sarah arbeitet als Produktdesignerin in Zürich. Seit wann sind wir jetzt auf der Beine? 5, ja. Seit dem Vivi? Mhm. Das Lustige ist, es ist noch nicht fertig. Also halb 10 ist Feierabend, da haben wir noch nicht gegessen. Aha. 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 Okay. Was muss man für ein Typ sein, um auf so einer Alp zu arbeiten? Ich glaube, es braucht viel Ausdauer. So. Also, oder ich sage, also arbeitstechnisch Ausdauer. Und eigentlich ist es auch schön, weil man hat ja doch auch viele Freiheiten. Wir können besprechen, wie möchten wir unseren Tag, wie funktioniert es am besten. Und was ist... Also ihr gebt den Ton an, ihr sagt, was wir machen, wie, wo, was. Geht so. Die Geissen geben den Ton an, das Wetter gibt den Ton an. Und schon ein bisschen auch das, was rauskommen soll. Der Käse soll ja dann doch auch gut sein. Ja, es sind extrem hohe Ansprüche. Also, dass man dem eben gerecht wird, dass es den Geissen gut geht, dass sie zu genug Futter kommen. Und dass der Käse nachher super ist. Das sind, also auf allen Ebenen sind das extreme Ansprüche, dass man das schafft. Wir sind 4 Monate hier. Das heisst, du musst mega gut dir überlegen, wie schaffst du es, dich einzuteilen. Das musst du auch noch können. Du musst dich gleich trotz allem können dich einteilen, weil das, ja, es geht darum, die 4 Monate durchzuhalten, oder? Das ist 4 Monate, und dass es dir nachher auch gut geht dabei und nicht irgendwie, ja. Nach dem Melken gehen wir mit den Geissen nochmal weiden. Das ist ein rechter Aufwand, das macht man nicht auf jeder Alp. Aber ihnen ist es wichtig, dass die Geissen auch am Abend noch mal das beste Futter haben, sagt Tabea. Tabea und die anderen Frauen tragen die Verantwortung für die Geissen von 30 verschiedenen Bauern. Gut, dann kannst du jetzt gerade noch mal stoppen. Ja. Aha. Wie verschaffst du dir jetzt bei Geissen Autorität? Wie machst du das? Ich finde, es ist mehr ein Zusammenarbeiten, nicht eine klare Autorität. Ja. Eigentlich ist es auch wie eine Vertrauenssache. Also wir reden oft über das, oder? Vertraust du jetzt den Geissen oder nicht? So, ob sie jetzt einen Scheiß machen. Und dann, ja. Und gleichzeitig
Sie laufen dir am Morgen auch nach. Sie vertrauen dir ja auch, dass du sie noch mit anführst, wo das Futter hat. Ja. Und darum ist es so ganz fest, finde ich, ein Zusammenschaffen. Ja. So eine klare Autorität. Ja. Ja. Steile Alpenrosenhänge geht es darauf. Einen Weg hat sie keinen. Am 9:30 sind wir bei der Nachtweide. In diesem Hag bleiben die Geissen bis am Morgen. Bald ist das mit dem Säckchen. Wen, 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 wen! Wen, 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 wen! Das haben wir gern, hä? Das haben wir gern. Aber das ist noch schwierig, wenn man selber noch relativ klein ist. Schau mal! Gell, du? Das ist noch. Du! So, also, jetzt ist Ende vorstellen. Du kannst im Zirkus die Knie arbeiten. So. Vier Abend vor dem 10 gibt es selten auf der Alpuzetta. Und die Nacht ist kurz. Am 5 Uhr ist schon wieder Tag wach. Wenn die Geissen von der Nacht weit unten sind, heisst es wieder sortieren und melken. Für das haben wir etwa 2 Stunden. Also ich bin froh, dass sie auch ein bisschen stöhnen und sie machen es schon seit irgendwie anderthalb Monate und ich erst am Tag. Den ersten Kaffee nimmt man hier auf der Alp im Stall raus. Jetzt gibt es Gauracino. Und was für einen? Ein Gauracino gibt es. Gaura, das heisst Geiss auf Romanisch. Gauracino. Er kommt frisch ab Tier und mit dem perfekten Schäumchen. Das ist jetzt meine Geissentaufe am frühen Morgen. Der Tag verwacht langsam im Walmädel. Und auch für andere Altbewohner wird es Zeit zum Morgenessen. Da muss ein bisschen schauen. Einfach so reinlernen. 12 Säule. Vorgestern sind sie auf die Welt gekommen. Jedes Mal.
Aufbruch. Ja. Zu mir, zu mir. Gehen Sie auch noch Richtung. Das Ziel ist die Ebene dann bei einer Zeit. Ja, okay. Das wäre das Ziel heute. Genau, und wenn es ist, können Sie auch da hochziehen, wo die ganzen Felsen sind. Aber ja, das werden Sie vielleicht nicht machen. Den ganzen Tag sind wir jetzt mit den Geissen unterwegs. Bis weit rauf geht's. Immer auf der Suche nach dem besten Futter. Zusammen mit der Felicitas und der Hirtenhündin Zilli mache ich Schlusslicht. Auf der Alp führen Sarah in der gleichen Zeit den Kessel ein. Sie kümmert sich zusammen mit der Paula ums Käse. Die vier Frauen machen hier oben vieles allein. Möglich ist es nur dank der Alpgenossenschaft, die sie anstellt und unterstützt, z.B. beim Unterhalt der Alp. Mit 363 eigenwilligen Geissen unterwegs sein, ist eine logistische Meisterleistung. Felicitas muss mit der Hirtenhündin Zili dafür sorgen, dass alle zusammenbleiben. Heute sind sie schnell unterwegs. Ja. Zilli, warte! Zilli! Ab. Oh, schau, die sind schon da oben. Was? Okay. Zilli, zu mir! Zu mir! Also. Der erste Ausbruchsversuch. Erfolgreich abgewehrt. Yes. Wie wichtig ist jetzt der Hund, weißt, für deine Arbeit? Also, es ist sicher die doppelte Belastung. Ohne Hund? Weil du viel mehr laufen musst, viel mehr schreien musst. Weil einfach der Hund hat so diese Schnelligkeit, wo die Geißen einfach Respekt haben. Einfach damit sie checken, okay, hey, wir sind in einer Herde und wir gehen gemeinsam. Geißen haben wirklich einen eigenen Kopf. Die einen büchsen aus, andere bleiben einfach stehen. So, die vier, die lassen wir jetzt da. Die lassen wir da? Ja, die haben da nicht, kommen da nicht so gut übers Wasser. Und die bleiben schon. Hä? Bleiben die da? Die anderen zwei bleiben schon da. Also, wir können euch nachher wieder abholen, gell? Wenn wir zurückkommen. Tipptopp. Super. Die Anschluss. Viel weiter oben sorgen Tabea mit ihrer Hündin Spax dafür, dass die vordersten Geissen einen guten Weg einschlagen. Die Hirtinnen müssen aufpassen, dass die Herde nicht in unwegsames Gelände geraten, wo sie nicht mehr holen könnten. So wenig eingreifen wie möglich ist die Devise. Je entspannter die Tiere sind, umso besser fressen sie auch. Schön. Hallo. Das ist echt ein historischer Moment. Vor allem so schön, wie sie da hochziehen. Das ist perfekt jetzt. Ja, ein bisschen aufregend. Das ist der erste Tag, wo sie so voll raufgehen. Aha, wirklich? Ja. Wenn sie da raufgehen, heisst das, dass auch jemand von uns nachher am Schluss dort oben durch muss? Trotzdem sind ihr total begeistert, wenn sie raufziehen. Ich fluche meistens zuerst, denke ich, oh Mann, wieso will er jetzt rauf? Und dann kriege ich dort rauf. Und wenn ich da oben finde, ich, oh, danke für den Mut. Schön. Es ist so, ja, voll dafür und dann wieder. Ja, ja. Weißt, wenn ich jetzt das so sehe, dann verstehe ich schon, warum ganz viele Leute so die Sehnsucht haben, weißt, nach genau so einem Leben. Aber ich meine, das ist ja nur der eine Teil der Wahrheit, oder? Ich glaube es, ja. Es gibt diese schönen Momente schon eben jeden Tag. Aber es gibt auch die strengen Momente. Ja. Vielleicht auch jeden Tag. Weil ihr zahlt ja auch einen Preis für das Leben, oder? Also, ja. Was ist der Preis? 4 Monate, 7 Tage in der Woche, 14 Stunden arbeiten. Einfach voll dran sein. Ja. Und Verzicht auf vieles natürlich auch. Ja. Weißt du, warum ist es trotzdem okay?
weil es einen anderen Luxus gibt. Glaube ich. Also eben diese Weitsicht oder auch dieses Draußensein, wenn man das so schätzt, dann ist das ja viel, also für mich jetzt für diese Zeit einfach der Luxus, den man da leben kann. Ja. Ja. Mhm. Und für mich schon auch die Intensität, die man eben da oben lebt. Wenn man irgendwann ein Festival geht und man hat laut Musik und viele Leute, ist es ja auch intensiv. Aber ich finde das hier noch viel schöner. Und es ist so wie der Moment auch voll für mich oder voll für uns. Mhm. Und viel wertvoller. Wie. Mhm. Ich glaube, man wird oft in unserer Gesellschaft heisst ja, ja, was machst du aus deinem Leben oder was wirst du? Und wirklich wie zu merken, ich muss dann auf mein Herz hören und zu hören, wo zieht es mich wirklich an und was macht mich wirklich zufrieden. Glücklich. Welche Arbeit mache ich wirklich gerne und von Herzen und dieser Arbeit nachgehen. Weil ich glaube, wenn man dieser Leidenschaft nachgeht, dann kommt es gut. Und wenn man etwas macht wegen einem Status oder weil man das Gefühl hat, man muss oder weil man unter Druck steht, ich habe das Gefühl, das kann nicht gut kommen. Also auch für mich nicht. Aber ohne diese Leidenschaft wäre dieser Job hier oben nicht zu machen. Und schon geht es weiter. Gut, bis später. Ciao. Wir müssen die Geissen zurückholen. Also ich sehe es dort oben. Also zumindest etwa 3 von 360. Solange sie jetzt dort oben sind, ist eigentlich alles okay. Es ist okay, ja. Aber was unsere Aufgabe jetzt ist, sie haben sich jetzt recht verteilt. Also eine Gruppe, die grosse, ist schon jetzt dort unten. Ja. Dann hat es solche, die noch dort oben am Fressen sind, in dieser Flanke. Mhm. Wichtig ist jetzt einfach, dass wir die verschiedenen Gruppen sehen und eben nachher alle runterbringen. Ja. Viel Erfolg! Danke! Auch wenn es für sie anstrengender ist, die Tiere lassen den Geissen die Freiheit, weit aufzusteigen. Ein Geissalp zu betreiben ist aufwendig. Eine Kuh zum Beispiel würde es nie in seniges Gelände verschlagen. Wie ist es gegangen? Das ist jetzt wahrscheinlich eines von diesen Bildern, die einen glücklich macht. Es ist mega schön. Jetzt sind wir hier gut versammelt, echt zum Heimgehen. Sie können hier durchziehen. Und das finde ich super auf dieser Ebene. Es ist echt ein schöner Platz. Aber die Idylle trügt. Die traditionelle Art der Alpwirtschaft rentabel zu betreiben, ist schwierig. Ob Alpen wie ihre mit den Direktzahlungen und dem tiefen Preis für Geisskäse in Zukunft überhaupt noch bewirtschaftet werden können, das fragen sich auch die Älplerinnen. Zurück bei der Puzzetta merken wir, die Geissen, die wir beim Bächli zurückgelassen haben, fehlen. Entweder haben sie sich jetzt untergemischt, was ich ein bisschen hoffe, weil sie schon am Rückweg waren, oder sie sind uns nachgezogen und sind jetzt gerade am Bödeli, wo wir dann vorher waren. Aber ich suche sie jetzt nochmal. Wenn ich sie finde, jetzt da am Berg, dann muss man nochmal hoch. Genau. Beim Melken stellt sich dann heraus, nicht nur die Geissen, die wir zurückgelassen haben, fehlen, sondern sogar noch ein paar mehr. Die Stimmung bei den Hirtinnen ist angespannt. So, komm! Ja, nein, hol eine. Hast du gut. Ja, wenn du ganz unterwegs bist, nachher hast du nicht alle Scheisse schon gezogen. Ja. Also, mega. Ja. Für dich. Du hast schon die zwei. Die verstehen das dann. Du hast schon angeschissen. Ja. Oh Mann. Ja. Also scheisse nicht nur, weil er nochmal gehen muss, sondern auch, weil er das Gefühl hat, ey. Nicht geschafft. Nicht. Challenge nicht not finished. Ja. Ja. Sie müssen sofort reagieren, bevor es dunkel wird. Tabea marschiert los, ohne zu wissen, wie lange sie unterwegs ist. Im schlimmsten Fall geht es noch mal 5 Stunden. Während Tabea jetzt hier geht, die Geissen suchen und die anderen gehen weiden, muss ja jemand noch die Nacht kochen. Und es gibt sie. Sie hat mir den Schluck. Skizzi, Skizzi Hermann, kocht ein. Von oben am Hang gibt es gute Nachrichten.
du hast sie auch schon gesehen? Ja. Und was hat sie gesagt? Wo sind sie? Sie sind jetzt da oben bei der Hütte. Und hat sie gesagt, welche das alle dabei sind? Ja, also sind die dabei, die was gefehlt haben, die zwei. Super, die wir zurückgelassen haben. Und ja, genau. Und halt auch noch andere. Ja. Ah ja, schau mal, dort kommen sie. Sie die Tabea gar nicht so weit laufen. Nein, gell, jetzt hat sie wirklich lecker. Sie hat schon Angst gehabt, sie müsse bis ganz rauf. Nach knapp zwei Stunden ist Tabea mit den Ausreißern wieder zurück. Ja, ich bin froh, dass sie so weit unten waren schon. Ja, gell? Oh, ist super, dass du so schnell gefunden hast. Ja, sie sind halt von allein schon runtergekommen. Und also der Fehler war, glaube ich, der, dass sie sind ja die letzte, das ist die Gruppe, die das letzte aufgezogen ist. Okay. Und dann haben sie den Anschluss verpasst. Ja. Und sie nicht mehr gekommen. Aber es hat die harte Tour. Ja, gell, es hat die Toto genervt. Das hat mich sehr angeschissen. Okay, zum Glück doch noch Mission completed. Hä? Voll Afrika. Wow. Ja, ich hoffe, es ist auch okay. Also vor allem beim Gizzi lege ich überhaupt nicht meine Hand ins Feuer, aber er ist jetzt auf jeden Fall eine Stunde lang gesimmert. Also wenn er jetzt nicht durch ist, wird das nie mehr. Okay, ja gut. Okay. Ein guter. Ein guter. Ein guter. Ein guter. Heute muss ich nur das eine Schäfli von der Herde zählen und schon schläft es. Jetlag und Schlafmangel und alles. Ja, also es ist bis jetzt auch immer gemeint, so in der RS hätte ich eigentlich mein Schlafmangel so richtig erlebt, aber das hier, das ist also nahrhaft. Also ich bin nach drei Tagen schon ziemlich durch. Es ist ein Knochenjob hier oben auf der Alp. 4 Monate durcharbeiten, ohne Wochenende, 14 Stunden am Tag, für einen Stundenlohn von 9.50 Franken. Und gleich ist es eben auch das grosse Glück. Während Geissen wieder auf die Weide aufziehen, zeigt mir Zennin Sarah das Gold im Keller der Puzzetta, der Käse. Das ist jetzt das Ergebnis von nur diesem Jahr oder schon letztes Jahr? Nein, genau, vor einem Monat. Vor einem Monat? Ja. So viel? Ja. Okay. Genau, es sind ja jeder. Gerade heute haben wir ja mit gut 500 Liter Käse, dann sind das 50 Kilo. Ja, und das sind die jüngsten? Genau. Ja. Unterschreibst du immer das Datum? Ja, genau. Das eine ist die Alpnummer, die wir oben drauf tun. Und dann kommt das Datum noch hin. Was hast du so für Beziehungen zu deinen Käse? Du denkst so viel an die und bist so viel um die herum. Mhm. Ja, es ist schon. Ich glaube, es ist schon eine starke Bindung. So. Und ich glaube, der Moment, wo du dann wie kannst, auch dem Bauer übergeben und du auch gewisse Rückmeldung zurückkriegst, oder das Team, eigentlich. Das ist schon auch viel wert, wenn es dann funktioniert und die Leute Freude haben. Den Moment braucht es, wie ich glaube, nach all dieser Arbeit. Also, dass man
schon auch irgendeine gute, also ja, bestenfalls eine gute Rückmeldung zurückgekriegt. Ja. Ich glaube, was mir besonders gefällt, ist eigentlich die Intensität des Ganzen. Und man hat das Gefühl, man ist auch wirklich nahe bei dem, was man macht. Ja. Und das gibt einem auch viel zurück. Auch. Aber es kostet ja viel, oder? Also du musst ja zwei Leben unter einen Hut bringen, oder? Wenn du Produktdesigner bist, in Zürich wohnst und im Sommer du bist da, das ist ja nicht einfach. Also ich merke schon, dass es wird fast noch immer ein bisschen schwieriger. Ja. Oder einfach, ja, weil das, sie wird ja so stark zu deiner Identität auch, oder? Weil man ist da, man macht die Arbeit in dem Team. Ja. Ihr lebt voll das merkt man. Genau, man geht eigentlich wie ganz, ganz viel vom Leben anders an. Ja. Und wenn das wie nachher von einem auf den nächsten Tag sozusagen wie wieder weg ist, sich ändert, das ist schon ein grosser Wechsel, genau. Ja. Und das, genau. Lecker, die sind total schön. Es ist mehr am Anfang, bis man ein bisschen das Gefühl hat. Hey, ja, eben, ich habe ein bisschen Schiss. Auch was es verleidet. Ja. Aber auch da, oder, merkt man, ihr müsst so fit sein für das Leben. Also, das ist körperlich. Wirklich. Ja, Keller ist schon auch also, eine Arbeitwoche. Ja. Wo ist das echte Leben? Unten in der Stadt oder da oben auf der Alp? Nach diesen drei Tagen auf der Puzzetta frage ich mich das auch. Rennt der Bea voraus? Willst du eigentlich später auch mal Alpiertin werden? Ja, oder Bäuerin? Ja? Hier oben findest du nicht Alpenidylle, aber eine Intensität wie kaum an einem anderen Ort. Und die Kraft, aber auch die Geborgenheit ist hier voll in dieser Bergnatur. Ja. Ja, die haben wir jeden Tag. Ja. Mhm. Und nachher kommt ja aber dann wieder das andere Leben. Und das ist ja eigentlich auch extrem, oder? Ihr wechselt von so einer Welt in eine völlig andere. Geht das eigentlich gut? Das ist schon eine Challenge. Das ist schon eine Challenge, wieder zu wechseln, finde ich. Mhm. Wird man da oben auch ein bisschen komisch? Oder anders? Wahrscheinlich, ja. Ja, und was macht da was mit einem, wenn man nur drei Tage dabei ist, oder? Total. Ja. Nein, eben, also das, weißt du, die das Distanz. Nimmt man auch so mit. Ja, die Distanz, die du plötzlich hast zu allem anderen, es ist wie unwirklich. Mhm. Eben, aber das kann ja dann auch schwierig sein, wenn man nachher wieder, das müsst ihr ja auch, weißt du, nachher wieder ins normale oder ins andere Leben wechseln. Mhm. Irgendwo im Unterland mit ganz anderen Problemen beschäftigt. Mhm. Ja. Ja, und halt auch wichtig, Leute, die einem sonst wichtig sind, vielleicht auf die Reise nicht mitnehmen, oder? Stimmt. Also man kommt ein bisschen anders von jeder Reise zurück und sich dort wieder finden, das ist schon dann auch wieder ein bisschen Arbeit oder einfach wieder neues Thema. Ja. Mhm. Man muss sich wieder neu kennenlernen. Das stimmt. Und das Eintauchen auf der Alp ist einfach so, wenn man auf der Alp lebt und schafft, dann lebt man und schafft man einfach voll hier. Ja. Und ja, das voll können leben, das ist hier schon einzigartig, glaube ich. Mhm. Wir haben da jetzt auch etwas weitergegeben, nämlich einfach einen Einblick in eine Welt, die ich so wirklich nicht gekannt habe. Sehr gerne. Hat es noch Kaffee? Oh yes! Ja. Drei Tage auf der Geissalp Puzzetta. Einfach voll können leben. Das nehme ich mit. Mona mittendrin auf der Geissalp. Ich habe neue Freunde gefunden. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, könnt ihr mir einfach in die Kommentare spalten. Mehr Doc-Film findet ihr hier. Am besten könnt ihr einfach unseren Doc-YouTube-Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann bleibt ihr auf dem Laufenden. Danke fürs Interesse.